Elisabeth und ich haben uns geküsst. Mein Gott, wie viele Ängste ich überwunden habe, um in diese Ehe einzugehen. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ausgerechnet du mich hintergehst und mir wochenlang ins Gesicht lügst. Ich verstehe, dass du Abstand brauchst, aber wenn du jetzt gehst, macht es die Sache nicht besser. Nicht ich werde gehen. Du gehst. Hast du eine Affäre mit Emilio? Es war ein Spiel, es ging um reinen Sex, umsonst nichts. Ich ertrage deinen Anblick nicht. Ich übernehme das gesamte Unternehmen und Königsbrunnen. Jedes Familienmitglied bekommt eine Abfindung von 1 Million Euro, verlässt den Stammsitz und kehrt nie mehr zurück. Eher gehe ich unter. Du bist nicht meine echte Landstein. Nehmen Sie mein Angebot an? Nur über meine Leiche. Dann werden Sie untergehen. Dann soll es eben so sein. Hatten Sie diesen Hang zum Theatralischen eigentlich schon immer? Frau Berg. Die Familie Lahnstein lebt seit 800 Jahren auf Königsbrunn. Das ist ihre Heimat. Die geben wir nicht auf. Stolz muss man sich leisten können. Ich schlage vor, dass Sie jetzt gehen. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir einen Weg finden werden, Lahnstein Enterprises zu retten, auch ohne Ihr Erbe. Gut, dann fahren Sie Ihren Bauchladen doch vor die Wand. Mir soll es recht sein. Aber falls Sie es sich anders überlegen, mein Angebot steht. Hast du wirklich einen Plan oder war das nur ein Bluff? Ehrlich gesagt, ich habe im Moment keine Ahnung, wie wir die Firma retten sollen. Fantastisch. Da bin ich ja mal gespannt, wie es uns gelingen wird, unsere diamantenbesetzten Buchsen an Mosch zu liefern. Gar nicht. Wir bleiben auf der Konventionalstrafe sitzen und gehen pleite. Nein. Elisabeth hat recht. Wir werden einen Weg finden. Wir müssen nur zusammenhalten. Hört, hört. Tanja, die große Streiterin des Hauses Lahnstein. Es ist auch meine Familie, die hier bedroht wird. Ach, Tanja, bitte. Diese Familie war dir schon immer scheißegal. Es geht dir um dich. Den willst du auch nicht verarschen. Hallo. Hallo. Ich wollte kurz was waschen. Bei mir im Hotel gibt's keine Maschine. Und alle Waschsalons in Düsseldorf sind heute zu. Wie geht's Bella? Sie hatte eine Lungenembolie. Bitte was? Sie wurde heute Nacht notoperiert. Jo konnte das Blutgerinnsel entfernen. Er hat ihr quasi das Leben gerettet. Aber sie ist weiterhin im Koma. Und wieso sagst du mir nicht Bescheid? Ich wäre doch sofort gekommen. Das fragst du jetzt nicht im Ernst, oder? Also ich finde, Bella ist wichtiger als unsere Eheprobleme. Ja, das ist sie auch. Aber deshalb kann ich trotzdem nicht vergessen, was passiert ist. Ich habe Elisabeth mal geküsst, aber das ist auch schon alles. Sie war meine beste Freundin und ihr habt mich wochenlang belogen. Charlie, ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht. Ach, ich war die ganze Nacht vor dem OP und habe gewartet, bis Sie Bella rausgeschoben haben. Ich brauche dringend Schlaf. Du weißt ja, wo die Waschmaschine ist. Ich möchte die Fotostrecke puristisch haben. Lottie Rothfeld gibt uns 4 Seiten für LCL Green, also müssen die Fotos... Deine Familie kriegt das schon hin. 800 Jahre Dekadenz, sowas geht nicht einfach so runter. Und ich halte dir auch gerne den Rücken frei, du musst mir nur sagen, was ich machen soll. Hm? Ja, du wärst mir wirklich eine große Hilfe, wenn du das Casting für das Shooting übernehmen könntest. Ein Casting mit ganz vielen jungen, hübschen Mädels? Ach, nee. Habe ich mir gedacht. Ja, klar mache ich das. Danke. Hi, ich bin Alice. Alice Wick. Hey. Hi, ich bin Brigitte. Hi. Du musst Tim Helmke sein. Ja? Ich finde deine Arbeit so toll. Wirklich, der Hammer. Vielen Dank. Vielleicht könnten wir nach dem Casting zusammen was trinken gehen und du zeigst mir deine Fotos. Du weißt schon, dass du, um das Shooting zu bekommen, dich vor der Kamera beweisen musst, hä? Was denkst denn du von mir? Kann ich nicht einfach ohne Hintergedanken mit einem heißen Fotografen eintrinken gehen? Oder auch mit Hintergedanken? Mal sehen. War Rebecca hier? Ich gehe dann mal zum Fitting. Vorhin. Ich
habe aber gerade nicht geflirtet. Was? Ich habe nicht geflirtet mit dem Mädel. Und warum erzählst du mir das? Naja, du bist der Bruder meiner Freundin. Und Rebecca hat dir von unserem Folterkeller erzählt. Ja, das nicht, aber ich glaube, sie ist eher so der eifersüchtige Typ. Wie kommst du denn darauf? Reines Gefühl. Und was ist mit dir? Bist du eifersüchtig? Ich? Nee, echt nicht. Aber auch ganz ehrlich gesagt, ohne arrogant zu klingen, eine Frau, die mich betrügt, die müsste schon ganz schön bescheuert sein. So, ich schaue mal nach, ob die Rosen für den bevorstehenden Winter gut abgedeckt sind. Es soll ja schon bald Frost geben. Na, bei Ihrer Pflege mache ich mir doch da überhaupt keine Sorgen. Wir werden nächsten Sommer garantiert die schönste Rosensaison haben. Oh, oh, da herrscht Dauerfrost. Eiszeit, um genau zu sein. Herr Himmel, noch mal, was rede ich denn eigentlich? Entschuldigen Sie, ich habe noch so viel zu tun. Hm. Du irrst dich. Mir liegt was an der Familie. Ist das so? Es war ein Fehler von Elisabeth, dass sie dir den Vorsitz nicht abgetreten hat. Warum denn plötzlich so selbstlos? Als ich in New York war, hast du noch kräftig daran gebastelt, selbst die Firmenspitze zu übernehmen. Oder etwa nicht? Du hast mir gesagt, ich soll die Füße stillhalten. Genau das habe ich getan. Komm schon, Sebastian. Wir sind ein gutes Team, du und ich. Lass uns gemeinsam nach einer Lösung suchen. Wenn wir zusammenarbeiten, dann hat Alexa keine Chance. Du vergisst leider immer wieder, wie gut ich dich kenne. Oder glaubst du, mir wäre nicht aufgefallen, dass du mit Alexa geklüngelt hast? Wahrscheinlich hat sie dich überhaupt erst auf die Idee gebracht, uns alles zu nehmen. Und dein südamerikanischer Toyboy hat den Laufburschen gespielt. Jetzt fang nicht wieder mit Emilio an, das ist vorbei. Natürlich ist das vorbei. Der Typ hat sein Soll erfüllt. Sebastian! Tanja, vergiss es. Du und ich, wir sind schon lange kein Team mehr. Casting lief super. Das ist meine Favoritin, Alice Wick. Das war eine krache Frau. Ausstrahlung. Ich musste gar nichts sagen. Sie wusste sofort, was ich von ihr will. Aha. Aber natürlich nur rein professionell, ne? Ja, das ist mir schon klar. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Tue ich nicht. Das ist natürlich mein Job. Ich muss dafür sorgen, dass sie sich entspannt, heiß und sexy fühlt. Und ein bisschen flirten gehört ja auch dazu. Ja, macht ja auch Spaß. Was? Flirten. Und es tut niemandem weh. Du brauchst es nicht so auf cool zu machen. Ich weiß, dass du eifersüchtig bist. Aber ich bin nicht eifersüchtig. Komm schon. Ihr Frauen werdet doch direkt zu Furie, wenn irgendwo am Horizont eine neue auftaucht. Das Lied muss euch in den Genen liegen. Dir ist schon klar, dass es auch Männer gibt, die eifersüchtig sind. Ja, die soll's geben. Ich gehöre aber nicht dazu. Hm. Echte Männer sind nämlich nicht eifersüchtig. Nein? Nein. Das ist evolutionstechnisch so vorgegeben. Jäger und Sammler. Ihr Frauen seid eher auf der Suche nach einem Versorger. Deswegen gibt es auch immer so viele Probleme wegen Konkurrenz. Ist das so? Ja. Aber wie gesagt, bei Alice und mir, da geht nichts. Da bin ich auch beruhigt. Okay. Ich geh jetzt noch ein paar Abzüge machen, ne? Mhm. Bis später. Tschüss. Na, Herr Helmke? Was machst du denn hier, Junge? Ich hatte noch ein paar Fragen wegen des Diamantenraubs. Ich muss einen Bericht schreiben. Diamanten? Bringt man da nicht Frauenherzen zum Schmelzen? Wo warst du eigentlich zur Tatzeit? Na, hör mal. Ich war den ganzen Nachmittag bei Frau Linse und hab mit ihr Sherry getrunken. Ich blieb die halbe Nacht dort. Wir haben uns ja, köstlich... Danke, mehr muss ich gar nicht wissen. Ich bin sowieso raus aus der Sache. Interpol übernimmt. Die Jungs haben sich wahrscheinlich nach Luxemburg abgesetzt. Charlie ist immer noch wütend auf dich, ja? Das ist wahrscheinlich der eigentliche Grund für deine schlechte Laune. Ich weiß, es ist hart, wenn man für den Partner da sein will und der lässt einen einfach abblitzen. Dein Spezialgebiet, hm? Ja, ich habe Fantasie, Lebenserfahrung und außerdem drei Söhne, für die ich gerne mal ein Vater sein möchte. Ach, ich hatte einfach gehofft, dass unser Konflikt ein bisschen in den Hintergrund tritt, jetzt wo so viele Katastrophen über Charlie reinbrechen. Aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ah. Ja, ich komme ja schon.
Schneider? Karl, das ist ja eine Überraschung. Amelie. Das ist ja eine schöne Überraschung. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Amelie und du, ihr wollt heiraten? Das ging jetzt aber doch ziemlich schnell. Nein, ne? Nein. Hör zu, das ist das Beste, was du machen konntest. Ich freue mich für euch. Natürlich freue ich mich für euch. Karl und du, ihr seid ein fantastisches Paar. Wisst ihr denn schon, wo ihr heiraten wollt? Oh ja, das ist eine ganz entzückende Kirche. Ihr wollt was? Hör zu, vielleicht ist es keine so ganz gute Idee, wenn Charlie und ich eure Trauzeugen werden. Wie seid ihr überhaupt auf... Weil wir das glücklichste Paar sind, das ihr kennt? Das ist ja mal ein Kompliment. Ich würde auch sehr gerne helfen. Aber natürlich freue ich mich und es wäre auch eine Ehre für mich. Aber weißt du, Amelie, bei mir ist im Moment so wahnsinnig viel los. Karl, ich bitte dich, natürlich nehmen wir uns die Zeit. Also das ist wirklich das Mindeste. Nein. Hör zu, wir freuen uns. Ja. Okay. Ja, bis dann. Amelie, Frank und ich, wir haben eine Krise und er ist ausgezogen. Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Es ist einfach keine gute Idee. Glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Ja, ich habe nicht gewusst, was ich sagen sollte, Herrgott, noch mal. Vielleicht erinnert sich Charlie bei der Hochzeit ja dran, dass sie mir auch mal versprochen hat. In guten wie in schlechten Zeiten. Du machst bestimmt viel Sport, oder? Nicht reden, lächeln. Ich wollte mich noch mal bei dir bedanken. Vielleicht kann ich mich ja heute Abend bei dir revanchieren und dich auf ein Bier einladen? Oder so? Gibst du eigentlich auch irgendwann mal auf? Wenn ich habe, was ich will. Sorry, aber ich bin in festen Händen. Ich wette, sie kann nicht mit mir mithalten. Rebecca ist wunderschön. Klug, witzig, ein bisschen neurotisch, aber ich bin einfach verrückt nach ihr. Du bist mit der scharfen Chefdesignerin zusammen? Moment, Pause, ja? Seinetwegen ist sie sogar wieder eine spießige Hete geworden. Scheint wohl die ganz große Liebe zu sein. Rebecca von Lahnstein ist bi? War so lecker, was Frau Linse gekocht hat. Findest du nicht auch? Hat dir nicht geschmeckt? Mal gucken, wie oft sie das überhaupt noch für uns macht. So, kommen wir mal in das Bild zu Ende. Also, was könnte ich noch da drauf malen? Blumen. Weißt du was, als ich so klein war wie du, da wollte ich Blumenmalerin werden. Glaubst du mir nicht? Du bist noch nicht mal laufender Meter und tanzt mir schon auf der Nase rum. Wie wird das erst, wenn du in der Pubertät bist? Hey, Sebastian. Na, dich habe ich gesucht. Hallo, meine Kleine. Na, habt ihr was gemalt? Bist du das? Und die Mama? Ich auch. Ich vermisse es, die guten alten Zeiten. Ja. Aber wie soll das gehen, wenn ich dir nicht mehr vertrauen kann? Hm? In diesem Fall kannst du es. Ich schwör's dir. Du meinst das richtig ernst, oder? Du willst wirklich diese Beziehung retten? Ich will unsere Familie retten. Dazu wird es mehr als Worte brauchen, um mich zu überzeugen. Also wie gesagt, nie freundlich sein zu Xavier. Dieser bretonische Dickschädel wertet das sofort als Schwäche. Zu spät, ich habe dich schon gesehen. Ich habe mit Karl telefoniert. Hat Amelie dich auch erreicht? Ja. Wurde ja Zeit, dass er sie mal fragt. Hör mal, wollen wir uns jetzt vielleicht die Tage mal zusammensetzen wegen der Junggesellenabschiede? Heißt das, du hast zugesagt? Ja. Natürlich sage ich zu, wenn mein ältester Freund aus dem Kommissariat mich fragt
ob ich sein Trauzeuge werden will. Also, du bist doch wirklich von allen guten Geistern verlassen. Wir zwei reden nicht mal miteinander. Und das liegt nicht an mir. Ach, und du dachtest, da tun wir einfach so, als wenn nichts passiert wäre. Ja, entschuldige, die Hochzeit ist ja jetzt nicht morgen. Ich hab gedacht, irgendwann werden wir uns ja auch mal wieder zusammenraufen. Ach, zusammenraufen? Also, du hast wirklich noch nicht verstanden, worum es geht. Fran, du hast doch nicht eine Zahnpastatube nicht richtig ausgedrückt. Du hast mich wochenlang belogen. Du warst bei mir und in Gedanken warst du bei einer anderen Frau. Noch dazu bei Elisabeth. Ach. Karl und Amelie wollen uns als Trauzeugen, weil sie denken, dass wir die perfekte Ehe führen. Das ist doch ein Hohn. Ich werde nicht mit dir auf diese Hochzeit gehen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich dann mit dir noch verheiratet bin. Soll das heißen, du überlegst, dich scheiden zu lassen? Momentan überlege ich vor allen Dingen, wie ich Tag für Tag überstehe. Charlie, jetzt hör mal zu. Die Sache mit Bella ist wirklich schlimm. Und ich weiß auch, dass du in finanziellen Schwierigkeiten steckst. Und trotzdem, ich sage dir, du reagierst gerade über. Natürlich wäre es mir lieber, wenn ich neben meiner Sorge um Bella und meine wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch eine intakte Ehe hätte. Aber es nützt ja nichts, sich etwas vorzumachen. Ich muss jetzt weitermachen. Ich will noch zu Bella. Die Sache mit den Trauzeugen sagst du bitte ab. Ja. Emilio, das wird ja auch Zeit. Das müssen ja wahnsinnig wichtige Unterlagen sein, wenn ich sie sofort vorbeibringen muss. Was, deswegen habe ich keine Mittagspause? Du hast keine Mittagspause, weil ich mit dir reden muss. Ich habe einen Auftrag für dich. Vielleicht hast du schon vergessen, aber wir arbeiten nicht mehr zusammen. Soweit ich weiß, liegt dein Diamant in der Asservatenkammer der Polizei. Das heißt, du hast kein Geld. Ich will, dass du Alexa für mich beobachtest. Ich will alles über sie wissen. Wann sie sich mit wem trifft, mit wem sie telefoniert, was sie zum Frühstück isst, wann sie aufs Klo geht. Vielleicht noch, was sie für Unterwäsche trägt. Von mir ist auch das. Jetzt hör mal zu. Du bedrohst Laras Leben, damit keiner herausfindet, dass du die Diamanten gestohlen hast. Sascha sitzt im Gefängnis und du glaubst wirklich, ich mache nur einen Finger für dich krumm? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Ja? So sieht es also aus, wenn du versuchst, unsere Ehe zu retten. Genau genommen sieht es so aus, wenn wir beide nur miteinander reden. Raus. Komm schon, Sebastian. Es ist nicht so, wie es aussieht. Naja. Wie ist es denn dann? Und? Habe ich zu viel versprochen? Super. Wie wär's, wenn wir mal einen anderen Hintergrund versuchen? Das ist eine gute Idee. Ich guck mal, was wir da haben, ja? Okay. 5 Minuten Pause. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Ich finde deine Arbeit so toll, ehrlich, Hammer. Ich träume schon so lange davon, einen deiner Entwürfe zu tragen. Danke, das freut mich. Nach den Fotos neulich, ich dachte echt, du bist immer dein eigenes Testimonial. So schön wie du bist, kannst du ja locker als Model arbeiten. Ach, Tristan, willst du zu mir? Wir prüfen gerade die Assets. Ich brauche die aktuellen Zahlen von LCL Green. Ja, ich werde Frau Burger gleich Bescheid geben, dass sie dir die neuesten Ergebnisse rüberschickt, ja? Hervorragend. Danke. Ach, warte, ist was runtergerutscht. Oh, sorry. Warte mal. Ich liebe die LCL Green Kollektion einfach. Warte mal, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir Lotti Rothfeld noch ein paar mehr Fotos anbieten können. Ja. Wir gucken mal, was noch so ein Kleiderfundus gibt, okay? Du wolltest ihn auf Alexa ansetzen. Ja, ich will wissen, mit wem sie zusammenarbeitet und was sie plant. Das kann ich dir auch sagen. Nur für den Fall, dass du eben nicht ganz da warst. Sie will mit ihrem Erbe unser Familienunternehmen retten. Sie verlangt ja auch nicht viel dafür. Nur LCL, das Schloss, die Bank, das Gestüt. Auf dem Schloss dürfen wir übrigens auch nicht mehr wohnen. Aber wir bekommen ja alle 1 Million. Komm schon, Sebastian, du weißt genau, wie ich es meine.
Jede kleinste Info kann die Rettung unserer Familie bedeuten. Wir brauchen eine Schwachstelle. Hör auf mit deinem Familiengequatsche. Ich kann es nicht mehr hören. Nicht aus deinem Mund. LCL ist mein Baby. Ich will hier auf Königsbrunn alt werden. Und ich will, dass unsere Kinder hier alt werden. Warum fällt es dir so schwer, mir das zu glauben? Ach, das fällt mir überhaupt nicht schwer zu glauben. Deine Hand wird sich noch in der Türklinke von Königsbrunn festkrallen, wenn die längst aus Knochen besteht. Nein, ich... Hör auf! Ich kann es nicht mehr hören. Dieses ewige Lügen, Manipulieren. Das ist dir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, du kriegst nicht mal mehr mit, wenn du das machst. Unsere Familie steht am Abgrund. Und du benutzt diese Situation, um dich an mich ranzuwanzen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie schäbig ich das finde. Du bist alles für mich. Siehst du, du machst es schon wieder. Schreibst du unserer Tochter mittlerweile vor, wie ihre Bilder auszusehen haben? Dieses Spielchen. Das ist eine neue Kreation von Xavier. Ich sag ihm aber gerne, dass es so gut ankommt. Bei Ihrem Jourfix nächste Woche bleibt es? Ja. Bleibt alles so gut. Wir freuen uns. Bitte. Schönen Tag noch. Stalking ist mittlerweile ein Straftatbestand. Bleib so lange da, bis du mit mir geredet hast. Was soll das denn? Wir sind doch nicht im Kindergarten. Nein, sind wir nicht. Ich muss nicht mit dir reden. Ich muss mir überlegen, wie ich es schaffe, dass meine Tochter aus dem Koma erwacht. Und ich muss mir überlegen, wie ich so dämlich sein konnte, mein gesamtes Vermögen in Surpresso zu investieren. Und ob ich wegen der Krise bei den Lahnsteins mein gesamtes Vermögen verlieren werde. Und ich muss mir überlegen, was ich tun werde, wenn ich deswegen das Schneiders zumachen muss. Und wenn ich mit all dem fertig bin, dann überlege ich mir, ob ich noch mit dir verheiratet sein will. Das meinst du nicht ernst, oder? Doch, das meine ich ernst. Hör zu, von mir aus vertagen wir unsere Ehekrise, bis sich die Dinge geklärt haben. Aber du musst da nicht alleine durch. Ich bin da, verdammt noch mal! Ich will deine Hilfe nicht. Gesucht? Oh. Was ist denn da passiert? Ist kaputt gegangen, ne? Das ist meine Schuld. Immer noch in der Pause? Rebecca will Alice noch ein paar LCL Green Modelle verpassen für die Fotostrecke. Was? Die beiden sind schon ziemlich lange im Fundus. Im Fundus? Ja und? Zwei Frauen, die in einem engen Raum Klamotten anprobieren. Also, wenn dir dazu nichts einfällt, solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen. Vergiss es, Tristan. Auf so einen Scheiß falle ich nicht rein. Alice hat mich heute den ganzen Morgen angebaggert. Hat sie bei dir auch ihr T-Shirt runterrutschen lassen? Wovon redest du? Davon, dass Alice anscheinend auch auf Frauen steht. Genau wie meine Schwester. Rebecca ist viel zu korrekt für eine Affäre. Außerdem, ich bin nicht eifersüchtig. Da hast du aber Glück. Sie sieht ihre Ex-Freundin nämlich verdammt ähnlich. Frauen sind doch wunderbare Geschöpfe. Deine Charlie ist ein Prachtweib. Und manchmal sind sie auch sehr kompliziert. Stur wie ein Esel. Und wenn sie mal einschnappen. Weißt du, was ich gemacht habe, wenn es Stress in meiner Ehe gab? Du bist abgehauen und hast die nächste geschwängert. Ja, irgendwie hast du ja recht. Charlie fühlt sich von mir verraten. Und ehrlich gesagt verstehe ich das sogar. Ich habe ihr erzählt, dass bei Elisabeth und mir Gefühle im Spiel waren.
So eine Dreiecksbeziehung ist immer sehr anstrengend. Aber es ist eine absolute Ausnahmesituation gewesen. Aber Elisabeth und ich, wir hätten es ihr sagen müssen. Ich hätte es Charlie sagen müssen. Aber wie soll ich was aus der Welt schaffen, wenn sie nicht mehr mit mir redet? Du solltest dir etwas ganz Besonderes ausdenken, um Charlie zu überraschen. Ich weiß noch, als deine Mutter und ich furchtbaren Streit hatten, hat sie 3 Tage lang nicht mit mir geredet. Da hatte ich eine glänzende Idee. Ich habe sie zu einem alten Apfelbaum entführt, wo ich heimlich ein Picknick vorbereitet hatte. Noch den selbstgemachten Kuchen war sie sanft wie im Lamm. Wir haben unter dem Apfelbaum stundenlang Liebe gemacht. Charlie ergreift schon die Flucht, wenn ich nur um die Ecke biege. Wie soll ich sie da irgendwie entführen? Ja, das kann doch wohl kein Problem sein. Wozu bist du bei der Kripo, Junge? Der Stoff ist echt der Wahnsinn. Steht dir auch gut. Findest du? Das Kleid ist ja ein totaler Traum. Ja, das ist das Abschlusskleid für die nächste Kollektion. Als ich gehört habe, dass du Chefdesignerin wirst, dachte ich, jetzt geht's mit LCL richtig bergauf. Die Schnitte sind einfach der Wahnsinn. Danke. Findest du, es steht mir? Sehe ich darin nicht irgendwie fett aus? Was? Du bist wunderschön, mach dich nie verrückt. Außerdem mag ich Frauen, wie die Frauen aussehen. Bitte? Das mal, ich helfe dir auch. Muss das hier nicht noch ein bisschen tiefer? Hm, warte. So. Ich würde sagen, jetzt ist perfekt. Gleich? Finden Sie das nicht ein bisschen übertrieben? Hören Sie, ich habe eigentlich auch überhaupt keine Zeit. Und du bist sicher, dass die Nummer was bringt? Was soll ich denn machen? Deine Tante ist stur wie ein Esel. Also mein Mann ist Polizist. Ich weiß, dass Sie eine schriftliche Vorladung brauchen, um mich mit auf die Wache zu nehmen. Ich hätte nicht auf die hören sollen. Wenn sie das rauskriegt, dann ist sie nachher noch böser auf mich als ohnehin schon. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Ein halbes Jahr ist nichts passiert. Und jetzt soll ich einen Salto vorwärts machen, weil alles so dringend ist? Hey, alles in Ordnung? Ach, ich soll einen Zechpreller identifizieren. Frau Schneider, die Sache läuft. Ich muss zu meiner Tochter ins Krankenhaus. Sollen wir vielleicht Frank anrufen? Der macht einen Anruf und dann ist alles klar. Nein, Andi, das ist der Letzte, von dem ich Hilfe will. Bleib mal ganz locker, Junge. Noch ist nicht alle Tage Abend. Auf deine Kalendersprüche, da kann ich wirklich drauf verzichten. Wieso höre ich ausgerechnet auf die Tipps von meinem Vater? Weil du verzweifelt bist. Und wenn ich mich weigere, mitzukommen? Es dauert nicht lange. Maximal 10 Minuten. Und Sie wollen doch auch, dass wir Ihrer Anzeige nachgehen, oder? Soll ich mitkommen? Nein, Andi, es geht schon. Also gut. 10 Minuten. Das ist es. Es musst du nur noch deinen Charme spielen lassen. So ein Kinderspiel. Schließlich hast du auch ein paar Gene von mir geerbt. Ich bin für Variante 2. Du schließt den Verhörraum von innen ab und verschluckst den Schlüssel. Hey. Alles klar? Plant ihr alle den großen Coup? Ich muss los. Ich komm mit. Ja, gewisse Situationen zwischen Mann und Frau erfordern manchmal drastische Maßnahmen. Es läuft alles nach Plan, keine Sorge. Die Lahnsteins stehen kurz vor dem Abgrund. Sie müssen nur noch einen Schritt weiter gehen. Ja, Sie haben doch heute noch einen Termin bei uns im Haus. Dann könnten wir alles weitere besprechen. Gut, bis später.
Gerd Mosch? Frau Berg, sind Sie das? Ist noch irgendwas? Also das ist mein absolutes Lieblingsbild. Du hattest recht, Alice ist der Kracher. Guck mal, der ist doch auch total schön, oder? Und was gefällt dir an ihr am besten? Ich glaube, ihre Augen. Ich meine, die hat auch eine Hammerfigur, aber ich weiß nicht, ihre Augen, die haben so eine ungewöhnliche Farbe und so eine Tiefe. Vielleicht ein bisschen was von Marlene. Von deiner Ex? Und du? Für mich sieht ein Model aus wie das andere. Echt? Hat vorhin aber noch ganz anders geklungen. Naja, gut, von der Bettkante schubsen würde ich sie nicht. Und du? Sag mal, was wird denn das? Willst du mir einen Dreier anbieten oder was? Natürlich nicht. Aber sah halt so aus, als wenn ihr euch ganz gut versteht. Ja, ich find sie nett. Kann es sein, dass du ein bisschen eifersüchtig bist? Quatsch. Ah, da kommt sie. Ich habe Alice gefragt, ob sie mit uns noch was trinken will. Das Shooting feiern. Hallo, Rebecca. Alice, hallo. Bitte. Hey. Ich hole uns mal was zu trinken, ja? Rebecca ist echt eine ganz schön heiße Frau. Ja, und meine Freundin. Noch. Hey, Sebastian, ich bin's. Ich weiß jetzt, mit wem Alexa zusammenarbeitet. Ruf mich zurück, ja? Gräfin Lahnstein. Herr Mosch, das ist ja eine angenehme Überraschung. Hallo, Sie sehen aber bezaubernd aus. Wie viel zahlt Alexa Berg Ihnen, damit Sie auf den Vertrag mit LCL bestehen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede davon, dass Alexa Berg vorhat, die Familie Lahnstein zu vernichten und Sie ihr dabei helfen. Kein feiner Zug, wenn man bedenkt, wie lange wir schon Geschäfte miteinander machen. Vielleicht darf ich Ihnen einen Tipp geben aus eigener Erfahrung. Alexa ist eine unzuverlässige Partnerin. Man weiß nie, wann sie sich gegen einen wendet. Das klingt ja fast so, als wollten Sie mir ein Gegenangebot machen. Ja, und es ist ein gutes Angebot. Aha, ich bin ganz ohr. Dann können Sie sich vorstellen, Ihre Zusammenarbeit mit Alexa einzustellen und stattdessen mit mir zusammenzuarbeiten? Mit Ihnen kann ich mir so einiges vorstellen. Werte Gräfin, ich kann Sie mir sagen, ich habe immer schon eine Schwäche für Sie gehabt. Aber ich wusste nicht, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Herr Mosch, was denken Sie, dass ich Ihnen Sex anbiete als Gegenleistung? Dann kommen wir nicht ins Geschäft. Herr Mosch. Ich bestehe darauf, dass LCL den Vertrag erfüllt und die Diamantenkollektion liefert. Es sei denn, eine attraktive Frau versucht mich daran zu hindern. Ich kann attraktiven Frauen nur schwer widerstehen. Vor allen Dingen danach. Überlegen Sie es sich. Ich habe eine Zeit lang mal in New York gelebt. Das war echt eine tolle Zeit. Ja, New York ist echt ein Traum. Ja, ich war auch mal in Kalifornien. Da war so ein kleiner. Ich habe in Greenwich Village gewohnt. Eine Freundin von mir hat da eine Bar aufgemacht. Und in der Mercer Street. Ich habe da eine Zeit lang gekellnert. War das zufällig ein Laden, wo sie unter der Decke so Wäscheleinen gespannt hatten und überall standen Nähmaschinen und Bügeleisen rum? Ja, genau. Du kennst den? Das ist meine absolute Lieblingsbar. Das gibt's ja nicht. Und was hat das mit den Wäscheleinen auf sich? Wann war das, dass du in New York warst? Ich weiß nicht, so vor 3 Jahren ungefähr? Ah, okay. Ja, das war vor meiner Zeit. Aber gab's da schon diesen kleinen Chinesen ein paar Häuser weiter, wo die Kellnerin immer vor der Tür standen und auf die Straße gerotzt hat? Ja, stimmt. Die rotzende Chinesin, die hab ich total vergessen. Ich kenn auch mal einen kleinen Chinesen. Der war... Wir könnten ja echt mal zusammen nach New York. Dann kann ich dir mal zeigen, was sich seitdem so getan hat. Ja, klar. Warum nicht? Oder? Das wäre doch super. Seit wann befasst du dich mit Kleinkriminellen wie Zechprellern? Seit meine Frau nicht mehr mit mir spricht. Das hätte ich mir ja denken können. Charlie, bitte. Ich werde unsere Ehe nicht kampflos aufgeben. Ich liebe unser Leben und ich liebe dich. Wolltest aber trotzdem mal probieren, wie es mit Elisabeth so ist, oder?
Charlie, ich will dich nicht verlieren. Und ich hasse es, wenn du nicht da bist. Ich hasse es, wenn du nicht da bist und mir die Fernbedienung wegnimmst. Oder mich in der Küche rumkommandierst. Und jeden Tag ohne dein Lächeln finde ich ehrlich gesagt grausam. Bitte lass mich wenigstens versuchen, dir zu erklären, was passiert ist. Tanja, was gibt's? Diese schmierige Kakerlake von Mosch hat mir angeboten, dass er auf den Vertrag verzichtet, wenn ich eine Nacht mit ihm verbringe. Und? Und? Ich mach's natürlich nicht. Warum, Tanja? Wäre doch nicht das erste Mal. Ich meine, das schau ihn dir an. Er ist vielleicht ein bisschen älter, dafür aber wesentlich charmanter als Seppel. Also für dich in jedem Fall eine Verbesserung. Hat man dich als Kind zu heiß gebadet oder ist das eine unschöne Folge von zu vielen Ehen innerhalb der Familie? Hör zu, ich find's ja ganz süß, dass du gerade dein Gewissen für dich entdeckst. Aber wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Unter anderem, weil du die Versicherung gefälscht und die Steine unterversichert hast. Mein Plan hat dir eigentlich ganz gut in den Kram gepasst. Ja, bis du ihn vor die Wand gefahren hast. Wir stehen vor dem Aus, Tanja. Und so eine Nacht geht für dich doch schnell vorbei. Weißt du was, wenn du die Idee so gut findest, dann geh doch selbst mit Mosch ins Bett. Ich hätte diesen Auftrag natürlich nie annehmen dürfen. So ein Schussauftrag ist eine heikle Sache. Es kommt immer wieder vor, dass die Grenzen verschwimmen. Ja, dann bin ich wahrscheinlich schuld, dass ihr euch ineinander verliebt habt. Ich habe ja so großen Wert darauf gelegt, dass ausgerechnet du sie beschützt. Charlie, das habe ich nicht gemeint und das weißt du auch. Du hast gesagt, es waren Gefühle im Spiel. Für Außenstehende ist es wahrscheinlich nicht nachvollziehbar. So ein Auftrag ist eine Art Ausnahmesituation. Die teilt man nur mit seiner Schutzperson. Und diese ständige Bedrohung durch diesen Schöne, das hat Elisabeth und mich zusammengeschweißt. Sie hatte Angst und sie hat jemanden gebraucht. Mich gebraucht und ich gebe zu, das hat mir irgendwie gut getan. Ich weiß, es hört sich schäbig an, dass das dazu führt, dass man jemanden plötzlich mit anderen Augen sieht. Aber... Heißt das, du hast immer noch Gefühle für Elisabeth? Nein. Jedenfalls nicht mehr als freundschaftliche. Und wenn dieser scheiß Psychopath nicht gewesen wäre, dann wäre das alles nicht passiert. Das musst du mir glauben. Ach, Frank, wir drehen uns im Kreis. Das bringt doch nichts, dass du mir immer wieder erklärst, wie es dazu gekommen ist. Es geht doch um was ganz anderes. Nicht genug damit, dass ihr mich wochenlang belogen habt. Ich bekomme die Frage nicht mehr aus dem Kopf. Was hat dir bei mir gefehlt? Du denkst, mir hat was bei dir gefehlt? Ja, wenn du glücklich gewesen wärst mit mir, wäre es doch nicht passiert. Mann, Charlie, ist doch vollkommener Blödsinn. Ich wollte dir verzeihen. Weil ich dich vermisse. Weil ich dich liebe. Weil ich dich brauche, gerade jetzt. Weißt du, unsere Ehe, das war sowas Besonderes für mich. Und jetzt werde ich einfach diese zwei Fragen nicht mehr los. Warum habe ich ihm nicht gereicht? Und wie lange wird es dauern, bis er wieder losgeht und es sich woanders holt? Bevor ich mit dir gemeinsam einsam bin, versuche ich es lieber wieder allein. Es tut mir leid. Ich muss jetzt auch wieder zur LCL. Jean-Claude wollte noch ein paar Aufnahmen von mir machen. Ich bin so froh, dass wir zusammenarbeiten. Ich bin wirklich dein größter Fan. Du hast den Job schon.
Und du hast mir versprochen, dass wir nächste Woche in die New York-Ausstellung zusammengehen. Ja, klar, das machen wir. Super, ich freue mich. Ja. Ciao. Ciao. Also irgendwie sind diese Models wirklich alle gleich. Alles klar? Ja, klar. Soll sein. Naja, Alice war ja schon ein bisschen drüber. Die hat mich ja die ganze Zeit vollgetextet. Du bist gar nicht zu Wort gekommen. Aber ich fand's eigentlich ganz nett, mich mit ihr über New York zu unterhalten. Ey, sag mal, checkst du eigentlich überhaupt noch irgendwas? Wie bitte? Ich bin dein größter Fan! Was? Und du verabredest dich auch noch mit der! Die wäre dir doch am liebsten direkt an die Wäsche gegangen! Da habe ich ja echt Glück gehabt, dass Alice sich zurückhalten konnte, weil zwischen Altbier und irgendwelchen Essensresten, da komme ich nicht so in Stimmung. Rebecca, das ist nicht witzig. Und du machst dir auch noch Hoffnung, indem du sie da antatscht. Wie bitte? Ich tue was? Du touchst sie an! Und offensichtlich macht dich das auch noch geil, dass sie auf dich steht. Du hast nicht zurückgerufen. Was? Ach so, das, ja. Und wer ist Alexas Partner? Mosch. Mosch? Und mit so einem arbeiten wir seit Jahren zusammen. Ist auch egal. Und, was nützt uns diese Information jetzt? Der Typ ist solide aufgestellt und offensichtlich ist Loyalität ein Fremdwort für ihn. Aber er hat eine Schwäche. Er würde auf den Vertrag verzichten, wenn ich mit ihm schlafe. Also, das mache ich natürlich nicht. Aber wir könnten ihn in eine verfängliche Situation bringen und ihn dabei filmen. Mit einer Minderjährigen, die so aussieht wie eine 20-Jährige. Warum eigentlich so kompliziert? Ein Mann mehr oder weniger in deinem Bett, was macht das noch für einen Unterschied? Schlaf mit ihm.